Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil. In dem alten Teil, das verlinke ich euch einmal hier oben, habe ich euch erklärt, wie man Forescan installiert, wie man das Ganze freischaltet und mit dem Fahrzeug verbindet. Und in diesem Teil geht es darum, ein paar versteckte Funktionen und Optimierungen mit Forescan vorzunehmen anhand eines Ford Rangers. Und ich würde sagen, wir starten direkt einmal durch. Das erste, was wir jetzt einmal anpassen werden, ist die Möglichkeit, die Klimaanlage in dem rechten Bordcomputer auf dem Tacho ebenfalls über die Tasten am Lenkrad zu ändern. Und zwar kann man da die Temperatur anpassen, geht aber auch nur im Automatikmodus, aber ich glaube, die meisten benutzen die Klimaanlage sowieso im Automatikmodus. Wir starten, indem dass wir auf unsere Module gehen und wir müssen dafür in das Modul IPC und wir nehmen die S-Bild-Format. Dann gehen wir hier unten einmal auf Starten. Jetzt hat er noch gemeckert, dass er batterietechnisch ein bisschen wenig Dampf hat, aber das sollte noch für alles reichen. So, im IPC-Modul angekommen, müssen wir jetzt die Zeile 720 05 01 verändern und das ist diese hier. Und zwar gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten der Einstellung, je nachdem, welche Variantenausstattung man hat. Ich habe dazu eine Liste mit allen Sachen, die man irgendwie ändern kann. Die findet ihr in dem Pickup-Forum. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung einmal. Da steht alles detailliert beschrieben, was man ändern kann und wie man es ändert. Der Ranger, den ich jetzt gerade hier habe, der hat auch DAB. Und somit müssen wir das Ganze einmal ändern auf von E078 auf E0B8. Und zwar wird dann die 7 geändert. Ich empfehle vor jeder Änderung immer einmal kurz ein Foto zu machen über die Einstellungen, wie sie vorher waren. Dadurch spart ihr euch das, sich immer zu merken, wie war denn der Ursprungszustand, wenn ihr es wieder zurück machen, ändern wollt. So, in unserem Fall hat der Ranger, ist ein Wildtrak DAB und somit müssen wir in der Zeile 720.05.01 einmal die ersten vier ändern in E0B8. Das Ganze können wir jetzt direkt auch auf das Modul schreiben. An dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, ich zeige euch, wie ich persönlich das mache. Ob das richtig ist oder falsch ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Am Ende klappt alles, aber an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, ihr seid für euer Tun und Handeln selbst verantwortlich. Macht euch mal eine Sicherheitskopie oder merkt euch die Zahlen, die vorher drin gestanden haben, per Screenshot, per Foto, sonstigem. Ich übernehme keine Haftung, wenn irgendetwas bei eurer Programmierung schief läuft. Jetzt geht's weiter. Es gibt noch mal einen kurzen Sicherheitshinweis, dass sich hier etwas ändert. Das bestätigen wir. Er schreibt jetzt gerade alles einmal auf das Modul drauf und hat gesagt, okay, habe ich gemacht. Bitte einmal Zündung auf Ausstellen und wieder an. Also machen wir einmal die Zündung aus. Und wir machen die Zündung wieder an, bestätigen das Ganze mit OK und wir haben die Klimaanlage fertig einprogrammiert. So, weil das Auto bzw. Forescan gerade gesagt hat, pass mal auf, deine Batteriespannung ist nicht so die optimalste, haben wir jetzt gerade mal das Ladegerät angehangen, sodass wir jetzt genug Spannung haben, um weiterzuarbeiten. So, nachdem wir die Klimaanzeige gerade eben aktiviert haben, geht es jetzt darum, die Verbrauchsanzeige zu optimieren. Und zwar, ihr kennt ja alle die Verbrauchsanzeige, wie sie vorher war, mit den einzelnen Balken. Und die wollen wir verändern in eine, die auf jeden Fall übersichtlicher ist. Dafür müssen wir auch in das Modul IPC rein. Wir sind jetzt noch drin durch die andere Änderung. Und hier verantwortlich ist die Zeile 720 0401.
Und da geht es um den, um die erste Zahl in dem ersten Feld. Hier steht eine 0 drin. Normalerweise ist 1 aktiviert, 2 ist deaktiviert. Bei meinem war es auch so, dass da eine 0 drin steht. Fragt mich nicht, warum das so ist. Ist halt einfach so. Also wundert euch nicht, wenn mal abweichend von der Anleitung, die ihr halt findet, mal andere Zahlen original bei euch drin stehen. Deswegen sage ich immer, macht ein kurzes Foto von eurem Display oder macht einen Screenshot oder sonst was, damit ihr immer wisst, was original auf dem Steuergerät auch eingetragen war. So, wir sind jetzt in Zeile 720.04.01 und werden diese 0 gegen eine 1 austauschen. Schreiben das Ganze jetzt einmal auf das Steuergerät. Warten kurz, bitte Zündung auf ausstellen und wieder auf an. Okay. Bestätigen das Ganze mit okay. Und ihr hört gerade, der Bordcomputer hat sich sprachtechnisch auf Englisch umgestellt. Das Ganze ist normal, das wird euch im Zuge der Programmierung mit Forescan öfter mal passieren. Könnt ihr aber in den Spracheinstellungen einfach wieder zurückstellen, dann ist alles wieder auf Deutsch. Und genau das zeige ich euch jetzt gleich einmal. Jetzt gucken wir einmal, und dass wir die Sprache wieder ändern. Dafür gehen wir einfach nach unten auf Settings, dann auf Display Settings, auf Language. Und ändern das Ganze wieder auf Deutsch um. Dafür müssen wir die OK-Taste halten. Sprache eingestellt auf Deutsch. Und jetzt ist auch alles wieder auf Deutsch. So, und dann programmieren wir jetzt mal das Abbiegelicht ein. Und das Ganze wird verändert in dem Body-Steuermodul. Und da gehen wir jetzt einmal rein. Einmal auf die Module. Und dann brauchen wir das Body CM in der S-Bildformat. Zeile 726-2601. Und hier ist verantwortlich auch in dem zweiten Block die zweite Zahl. Und zwar ist 0 für Nebelscheinwerfer aus und die 1 für Nebelscheinwerfer an. Hier steht schon direkt von vornherein eine 0 drin, dass sie aus sind. Wir ändern es auf eine 1. Beschreiben einmal das Modul, damit die Änderung wirksam ist. Einmal Zündung aus, Zündung wieder an. Und auf OK. Die nächste Funktion, die so ein Ford Ranger hat, die aber nicht aktiviert ist, ist, das Ganze nennt sich Car Finder. Ist hauptsächlich zu finden in den USA, da ist das sehr, sehr weit verbreitet. Hier im europäischen Raum eher weniger, weil es da auch wieder um solche Geschichten geht wie Lärmbelästigung und Co. Denn ihr habt die Möglichkeit, was ihr freischalten könnt, wenn ihr das Auto auf der Fernbedienung zweimal auf Abschließen geht, dass er dann hupt. Das Ganze nennt sich Car Finder, also zweimal auf Zudrücken, dann hupt das Auto und ihr wisst, wo er steht. Ich persönlich muss sagen, der Ranger ist so groß, dass ich selten auf einem Parkplatz mein Auto suche. Aber die Funktion gibt es und ich möchte sie euch einmal zeigen. Das Ganze ist auch im Body-Modul zu finden. Und zwar in der Zeile 726-3802. Dafür müssen wir jetzt wieder ein Stückchen weiter nach unten. 3802 ist hier. Ich mache wieder ein kurzes Foto von den vorherigen Einstellungen zur Sicherung für mich. Und wir können starten. Und zwar ist hier verantwortlich die Kennzahl, die vierte Kennzahl im ersten Feld. Und aktivieren tut er das, indem dass ihr diese Zahl in eine 1 abändert. Ihr kennt es, danach einmal wieder das Steuermodul beschreiben. Ihr könnt auch alle Sachen direkt im Bodymodul ändern und dann unten direkt auf Write All gehen.
Ich empfehle aber immer, eine Änderung zu machen, das Steuermodul zu beschreiben, die Funktion zu testen und es dann weiterzumachen. Denn wenn ihr euch mal in irgendeiner Zeile vertut und ihr habt 3-4 Änderungen vorgenommen, dann ist es sehr schwer nachzuvollziehen, wo denn jetzt der Fehler liegt oder wo etwas falsch gelaufen ist. So, wir schreiben das Steuermodul jetzt einmal, bestätigen einmal die Warnung. Er wird uns jetzt wieder sagen, bitte einmal Zündung aus, Zündung wieder an und dann habt ihr das Ganze auch schon beschrieben. Es gibt noch viele andere Funktionen und wenn ich mal einen Ranger habe, der noch weitere Sachen gemacht haben möchte, werde ich dieses wieder mit einem Video dokumentieren. Also lasst mal ein Abo da, dann seid ihr immer up to date und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn, ciao.